Servus. Der Thomas und ich, wir schauen uns selbst sehr viele Videos an zum Thema Finanzen, um Inspiration zu kriegen für unsere Videos, um zu gucken, worüber der Markt gerade spricht, etc. etc. Das kann zum Teil sehr schmerzhaft sein. Jetzt gehen wir durch diesen Prozess und der Thomas kam auf die Idee, lass uns das doch zweitverwerten. Entsprechend haben wir eine neue Sendung aufgesetzt, die heißt Swipe, wo wir über die Videos sprechen, die man nicht gesehen haben muss. Das ist natürlich kontraproduktiv, aber zusammengeschnitten kann das recht lustig werden. Wir haben ein neues Format und das heißt Swipe und der Florian ist auf der anderen Seite. Grüß dich, Flo. Servus, Thomas. Und wir haben uns abgesprochen, dass wir uns nicht abgesprochen haben. Wir wollen uns gegenseitig mit Videos aus dem Internet überraschen und es geht natürlich um Börsenvideos und eins möchte ich gerne noch vorher sagen, auch wenn wir hier mal schmunzeln und uns vielleicht über manche Sachen lustig machen. Wir respektieren jede ehrliche professionelle Arbeit, aber wir hassen Bullshit und Betrug. Forget all the bullshit indicators. None of them do a damn thing. I'm the real deal. I am the predictor, the one who sees it all, the oracle of the stock market. And I'm telling you right now, buy everything. Wir machen uns nicht lustig über die Person und was sie sonst so tut, sondern wir wollen nur Videos zeigen, die eigentlich keiner gesehen haben muss. Das kann aber auch von Quellen sein, wo andere Videos dabei sind, die vielleicht was taugen. Los geht's. Schau dir bitte an, wo ich gerade bin, was für eine super Location. Und ich kann mit den Informationen, die auf meinem Handy kommen, hier an solchen Orten meine Trades umsetzen und absetzen. Das ist möglich. Warum? Weil es sind die Informationen, die kommen, die ich verstehe, die mir erlauben, an jedem Ort der Welt zu traden. Unabhängig von einem Arbeitsplatz, wo ich einstechen muss oder ausstechen muss. Ich persönlich liebe diesen Lifestyle. Ziemlich viele Klischees werden bedient. Ja, dieses Dubai Get Rich in 24 Hours und Handel von überall in der Welt, egal ob es da Internetzugang gibt und so weiter. Davon gibt es wirklich viele. Das ist das Traurige. Wir haben uns ja vorbereitet und das muss man schon mal sagen. Vieles ist jetzt nicht so schlimm, dass man sagt, okay, das ist klassisch Betrug oder so, aber es war teilweise hart, sich diesen Nonsens zu geben. Ich freue mich für jeden, der den Lifestyle hat und auf seinem Handy von Bermuda-Dreieck aus große Trades machen kann. Ich bin 18 Jahre alt, der wohl jüngste Trader in Dubai und in dem heutigen Video zeige ich euch meine 10 Millionen Euro Villa. Fangen wir mal direkt bei den Autos an. Und das alles ist halt eben möglich, wenn man wirklich diszipliniert ist. Ich verkaufe keine Kurse oder was weiß ich was. In dem heutigen Video soll es wirklich nur um meinen Lifestyle gehen. Hier gibt es beispielsweise eine Gästetoilette, wo logischerweise jeder aufs WC kann, der rein möchte. Ich muss auch sagen, hier ist eigentlich immer jemand hier. Also es sind immer mindestens 5 Leute hier. Also hier ist auf jeden Fall immer Full Action und das ist unfassbar, unfassbar geil. Teilweise, was hier schon für Leute waren, die Connections, die man hier aufbaut, ist einfach nur unfassbar heftig. Und rechne dir mal aus, was das auf deinem Konto bedeutet, wenn du 3, 5 oder 10% in einer Woche an Performance machst. Ich nehme ein einfaches Beispiel, du hast ein 25.000-Euro-Konto und du machst eine Performance von 1%, dann sind das 250 Euro. Bei 3% hast du schon 750 Euro. Naja, und bei 10% sind es schon 2.500 Euro. Mit einem Konto von nur 25.000 Euro, 2.500 Euro in einer Woche. Und das ist eben sehr, sehr wichtig zu verstehen im Trading, dass du unfassbar viel Geld verdienen kannst, aber es ist wichtig, dass du ein klares System hast, das auf Momentum setzt, weil nur wenn du die stärksten Aktien in deinem Portfolio hast, dann kannst du es schaffen, kontinuierlich so hohe Renditen zu erzielen. Und das heißt, ich muss sein Video abonnieren und seinen Kanal abonnieren, oder? Ja, und Webinare und Seminare. Ich meine, es ist ja ein Stück weit schon mal vertrauenserweckend, dass er in der Lage ist, 1% von 25.000 auszurechnen, 3% von 25.000 auszurechnen und 10% von 25.000 auszurechnen. Dass er das sagt, du verdienst kontinuierlich so hohe Renditen, wenn du die richtigen Aktien auswählst, die er dir vorgibt oder was weiß ich.
kontinuierlich 10% pro Woche ist eine Ansage. Also da bin ich schon Respekt. Aber wir wollen uns ja gegenseitig überraschen. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst, Dr. Markus Krall. Ja, wenn ich Markus Krall vorstelle, dann erübrigt sich das eigentlich normalerweise. Einfach nur mal, weil ich es so schön finde, er sitzt auf Mallorca und in seiner Villa und schimpft über die Welt. Wir hören einfach nur mal ganz kurz rein. Prozent Inflation, die dann jetzt zurückgegangen ist auf knapp über 2%. Aber im Gegensatz zu dem, was Herr Habeck sagt, ist eine niedrigere Inflation nicht das gleiche wie fallende Preise. Ja, also das ist immer so lustig, er belehrt immer gerne auch Politiker und dass sie einfach ein bisschen noch dumm sind und dass sie eigentlich alles falsch machen. Seit 20 Jahren erzählt man uns, dass wir in die Bahn investiert hätten. Milliarden jedes Jahr haben wir da reingestopft. Und was passiert vor einem Dreivierteljahr? Man erzählt uns, dass die Bahn plötzlich eine Investitionslücke von 90 Milliarden hat. Gar nichts hat man gemacht und man wird auch nichts tun. Und zwar deswegen, weil wir von inkompetenten Menschen regiert werden, die von Wirtschaft keine Ahnung haben und die nicht in der Lage sind, Infrastruktur zu bauen. Das können die nicht. Selbst wenn es viele Sachen gibt, wo man ihm zustimmen kann, wenn du permanent Weltuntergangsstimmung verbreitest, dann hat das eine Konsequenz. Das zieht dich runter, wie du schon sagst, das zieht aber auch die Gesamtheit runter. Die größte Wirtschaftskrise, die Bundesrepublik jemals gesehen hat. Ja, aber wie denn? Also ich meine, dafür läuft es ja noch. Nein, es läuft eben nicht. Ja, und er hat bei vielen Punkten inhaltlich recht. Aber Timing spielt ja nun mal an der Börse auch eine Rolle. Natürlich kann die Welt untergehen, natürlich können die Banken über die Wupper gehen, das Geldsystem kann pleite gehen und so weiter, also sich selbst auflösen. Aber die Frage ist immer, wann? Und Timing und Börse hängt nun mal zusammen. Und wenn ich die ganze Zeit auf den Weltuntergang spekuliere und die Märkte schießen durch die Decke, ja, dann liege ich falsch und dann verliere ich richtig viel Geld. Der Florian Homm ist übrigens auch so. Stagflation, liebe YouTube-Freunde. Ja, ich habe schon gedacht, dass du ihn dabei hast. Was das ist, aber was ich eine brutale Abstrafung bedeuten kann für jeden Aktiensparer und der jetzt voll investiert wäre, long only. Ja, dann viel Spaß. Also, schaut euch dieses Video an. Das sind so Punkte dazwischen, die sind okay und dann ist halt wieder alles Katastrophe. Hier geht es in dem Video, und deshalb finde ich es zumindest aus deutschsprachiger Sicht, geht es um die Einfachheit der Sprache bei Finanzprodukten. Ja, sehr vielen Orten, wo es happert, nicht? Weil man lernt ja nichts über Finanzen, über Anlagen in den Schulen. Und trotzdem jetzt die jungen Leute, vor allem die jungen Leute, nicht, die längerfristig ein demografisches Problem haben, wesentlich mehr über Finanzen wissen und in diese Bresche probieren mitzuspringen. Ich würde sagen, der normale Deutsche versteht maximal die Hälfte von dem, was da gesprochen wird. Und das ist die Einfachheit der Sprache, das funktioniert halt so nicht. Soll ich es weiter laufen lassen oder war der Kern schon rübergekommen? Das wird da hinten nur noch schlimmer, aber das kannst du jetzt auch weiter swipen, weil ich glaube, klar ist, dass die Einfachheit der Sprache bei Finanzprodukten so nicht funktionieren soll. Den nächsten, den ich mitgebracht habe, ist, ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Kennst du ihn? Phantom? Das Phantom? Ja. Das Phantom. Wir hören mal kurz rein. Wir stehen am Kryptosektor vor einem massiven Dilemma. Dilemma warum? Strukturell denken wir, dass wir bei den allermeisten Altcoins unseren zyklischen Boden, intern gesprochen, für die übergeordnete Welle 3-Bewegung aus bullischer Perspektive bereits gesehen haben. Und dann gibt es den ein oder anderen Coin, wo ich aufgrund der aktuellen bullischer Perspektive sind wir in der dritten Welle im Altcoin. Also ziemlich viel Bullshit-Bingo wird hier gespielt und das mit der Maske finde ich halt total albern. Aber es ist sein Markenbild und wir hören weiter zu. Ich davon ausgehe, dass wir ein marginal neues Tief sehen werden in den nächsten Tagen. Das wird sich dann aber als massive Kaufchance herausstellen. Genau solch einen Coin schauen wir uns heute gemeinsam an. Mir ist aufgefallen, dass dieser Coin nicht auf jedermanns Radar ist und dennoch ist es wichtig, dass man hier investiert ist. Ich zeige euch in diesem Video, warum. Nach dem Intro geht's weiter. Er ist ein Pusher vor dem Herrn und dieser Kanal, kann man jetzt über diese Maskenträger denken, was man will. Es ist aber ganz klar, auf was es hinauszielt. Dienste abonnieren, Pakete kaufen. Aber ich finde es strange mit der Maske. Und vielleicht gar nicht mal lustig, aber strange.
Mindestens. Schauen wir uns das nächste Video von dir an. Und das ist der Beste. Genau so begrüßen wir die Neuen in der Signalgruppe. Was für eine Party im Nasdaq. Bums hat's gemacht. Und wenn dir immer noch der Kackistift kommt, dann ist es eben, weil du ohne Plan und Verstand handelst. Weil du da oben eben immer noch long gehst und wir eben in 5 Minuten Feierabend haben. André, du bist krass. Ich bin durch für heute. Naja, und für mich eben auch. Und auch wenn ich alle Neuen erstmal auffordere, mit virtuellem Geld zu handeln, hat es funktioniert. Und damit du jetzt auch vernünftig handeln kannst, lade ich dich zu unserer Ausbildung nach Düsseldorf ein, bei dem wir dir fundamentale Daten und unser MATX-Handelssystem beibringen. Damit du dich selber davon... Darauf läuft es hinaus, oder? Dass du am Webinar teilnimmst oder vor Ort bist und dann einen Dienst abonnierst, oder? Genau. Und wenn du nicht dabei bist, dann geht dir eben der Kacki-Stift. Also der hat einige Videos, sind nicht alle ganz so, ja, ich weiß nicht, ob man das ohne bewusstseinserweiternde Mittel hinkriegt, solche Videos zu produzieren, ich kenne mich da nicht aus, aber der hat einige solcher Videos und er ist zumindest sehr emotional involviert in seine Telegram-Gruppe oder was er da hat, ja, ich bin mir nicht sicher, also ich fürchte fast, dass es tatsächlich eine Zielgruppe gibt für solche Videos, die dann tatsächlich hier kostenpflichtige Angebote annehmen. Aber ja, ich wäre da, ich persönlich, mich spricht das nicht an. Man sieht ja auch gleich hier bei weiterführenden Videos, welche Qualität dann danach kommt. Also, sehr lustig, ja. Schauen wir gleich mal das nächste Video von dir. Ich klicke mal auf den nächsten Link und dann schauen wir gleich mal rein. Mit Schulden reich. Ich leihe mir 700.000 Euro von der Bank und kaufe eine runtergerockte, schlecht vermietete Immobilie für 600.000 Euro. Renoviere sie für 100.000 Euro und entwickle die Mieten. 2 Jahre später lasse ich es bei der Bank beleihen für 1,2 Millionen Euro. So habe ich ein Vermögen von 500.000 Euro aufgebaut in 2 Jahren. Und das steuerfrei. Denn diese 500.000 Euro kann ich beleihen, um damit andere Immobilien zu kaufen, ohne das Geld vorher versteuern zu müssen. Das Geilste daran ist, um der Bank zu beweisen, dass ich das Geld zurückzahlen kann, muss ich denen meine Finanzen offenbaren. Die wollen nicht mein Abi-Zeugnis sehen oder meinen Bachelor-Abschluss. Jetzt habe ich 500.000 Euro bei der Bank, welche ich statt Eigenkapital benutzen kann und wiederhole das Ganze. Ich glaube, das muss ich mir nochmal anhören, wie es funktioniert. Also ich leihe mir Geld und dann stecke ich Geld irgendwo rein in eine runtergeruppte Immobilie, entwickle die dann, beleihe es wieder und so weiter. Schneeballsystem, oder? Wenn er sagt, das funktioniert bei dir so, kann ich dir sagen, das funktioniert bei dir nicht so. Und ob er jetzt mit, ich finde ihn ganz süß, also das süßeste an ihm ist der Teddybär da auf dem T-Shirt. Ich glaube auch nicht, dass es bei ihm so funktioniert hat. Und also am Ende des Tages wieder, sobald es absolut wird und die Leute total überzeugt sind von ihrer Sache und sagen, es gibt quasi keine Alternative dazu und das musst du jetzt machen, spätestens dann weißt du, dass du es nicht tun solltest. Das möchte ich euch einfach nochmal zeigen. Lass dich von der Optik überraschen. Hallo zusammen, heute schauen wir uns diese 4 Aktien an. Hallo zusammen, hallo zusammen, hallo zusammen. Ja, inhaltlich kann man natürlich drüber streiten. Er bespricht Einzelaktien und schaut immer in die Bilanz rein. Das ist wirklich inhaltlich wahrscheinlich top. Irgendwie hat er mich ein bisschen an den erinnert, hier den Erich, mit der Brille zumindest. Ist jetzt ein bisschen fies von mir, aber ja, ich muss ein bisschen schmunzeln immer. Wegen der Optik, wegen dem Hemd. Das zieht sich aber durch, ist ein Markenkern und wir schauen trotzdem mal weiter rein, was er noch die so erzählt. Altria, Philip Morris, British American Tobacco und die Imperial Brands. Wir werden sie bilanztechnisch aus dem Geschäftsjahrabschluss vergleichen miteinander und den Chart werden wir uns auch anschauen, wo befinden wir uns aktuell. Viel Spaß mit dem Video. Ich finde es einfach nur ein bisschen witzig vom Style her. Und es ist ein Markenkern, diese Wofür macht der Mann denn Werbung? Weil da steht oben drin, dass ein Werbevideo ist. Für was macht er denn Werbung? Das weiß ich auch nicht. Das stimmt. Er hat immer den Hinweis, dass es eine Dauerwerbesendung sieht. Aber ich habe ehrlicherweise gar keine Einschätzung dazu gesehen. Affiliate-Links drin oder sowas unter den Videos?
Willkommen auf meinem Kanal. Heute schauen wir uns die Bristol Myers Squibb Aktie an. Habt ihr die Aktie im Depot? Kennt ihr die Aktie schon länger? Schreibt es ganz mal in die Kommentare. Das hier ist auch eine interessante Geschichte. Der Herr, der hat einige ganz brauchbare Videos, interessanterweise. Aber dann sind halt auch solche Sachen da drin. Und da ist wieder, es gibt keine Zweifel, also es gibt keine Selbstreflexion. Es gibt kein, das hat er jetzt rausgefunden, für ihn ist das die beste Aktie. Ich kann dann nachher auch noch da mal einen Kurs zu zeigen. Wir lassen ihn mal laufen, mal sehen, was er so erzählt. Ich heute mal eine der interessantesten Aktien aus meinem Depot vor, die aber kaum einer kennt. Es handelt sich dabei um eine deutsch-australische Firma. Und die wollen in Deutschland Lithium abbauen, was unter dem Rhein liegt. Das wollen sie aber nicht unter ekligen Bedingungen in einer Mine tun, sondern damit. In dem Gebiet wird nämlich bereits seit längerem Strom per Erdwärme gewonnen. Und das heiße Wasser spürte schon immer Lithium mit hoch, was bisher aber einfach wieder abgesunken ist. Das Unternehmen hat jetzt aber ein System entwickelt, mit dem dieses Lithium herausgefiltert werden kann. Mit anderen Worten, es soll Lithium gewonnen werden ohne Minen und ohne CO2-Verbrauch und dabei wird sogar noch mehr Strom hergestellt als für den Ich finde die Musik ja schon mal spannend, schön dahinter gelegt. Sagt er dann auch den Namen des Unternehmens oder lässt er uns bis zum Ende hoffen? Da sind wir schon. Vulcan Energy Resources, okay. Da ist übrigens morgen, just morgen, tatsächlich bei Vulcan Energies ist morgen Analysten- und Investoren-Aktionärskonferenz. Die steht im Moment bei 3,40. Er hat sie bei 5, 6 Euro empfohlen. Die war aber zwischendrin auch runter auf 1,20, 1,30. Also, wenn ihr eure Emotionen in den Griff bekommt und dann noch eine gute Strategie habt, dann habt ihr richtig gute Chancen, ein profitabler Trader zu werden. Also, let's go! Und da sieht man schon, da stimmt doch irgendwas nicht. Ja, wir hatten ja zwischendrin die Phase, wo eine einzelne Aktie wie Nvidia mehr wert war, wie als der chinesische, als der international zugängliche chinesische Aktienmarkt insgesamt. Das muss man sich einfach mal vorstellen, auf was für eine Spaltung wir da inzwischen hinausgelaufen sind. Da habe ich jetzt gleich mehr. Also links der Mario Lochner und dann im Interview mit dem Herrn Beck und das sind Videos, die haben Qualität. Klar, das ist jetzt hier 40 Minuten, muss man natürlich auch die Zeit haben, sich reinzufuchsen. Und er lag auch öfters auch falsch in seinen Prognosen. Er hat gar nicht mit diesem Kursaufschwung so gerechnet. Aber inhaltlich sind solche Videos top. Sind natürlich Talking Heads und geht natürlich, zieht sich durch das gesamte Video. Das schauen sich natürlich die Pusher auf TikTok nicht an, aber sollten sie mal. Und das ist zum Schluss zumindest von mir ein Video, wo ich sage, das kann nicht weg, das muss man nicht wegswipen, das kann man sich anschauen, aber der Rest kann weg, oder? Der Rest kann weg. Das ist ein sehr gutes Video. Mir hat es auch sehr gut gefallen. Ich habe es in Gänze angeschaut. Wir hatten das unabhängig voneinander gefunden, muss man dazu sagen. Aber wir haben es beide geschaut, einfach weil vieles von dem, was da gesagt wird, Hand und Fuß hat und dich bereichert. Also das ist tatsächlich ein Video, was den Zuschauer bereichert an Ansichten und Ähnlichem. Und bin ich voll dafür und vollkommen richtig, dass es hier gezeigt wird als Positivbeispiel. Cool. Wir sind bei Swipe jetzt am Ende. Wenn ihr Videos habt, die ihr lustig findet oder grottenschlecht findet, dann schickt uns das bitte oder schreibt es unten in die Kommentare rein. Das ist das große Problem vieler Laien, die in die Börse kommen, Bullenmärkten. Oh, guck mal hier, Heiner, schau mal hier, jeden Tag Geld verdienen, guck mal hier, du bist gar nicht investiert am Aktienmarkt, wie bist denn du drauf? Jeden Tag Geld verdienen. Und irgendwann denkt der Laie, was bin ich für ein Held, jeden Tag Geld verdient, ne? Oh, der Anlageberater, der ist nur 10%, nur ich habe 40% gemacht. Dann zu realisieren, dass, Moment mal, ich bin gar nicht der Held, es geht ja alles hoch und ich bin eben nur ein Teil dieser Suppe, die insgesamt immer heißer wird. Das, glaube ich, ist wirklich wichtig. Und das gleiche in Abschwungphasen. Viele Kanäle, wo du gute Sachen findest. Und dann sollten wir mal eine Sendung machen, wo wir durchgehen, was uns ganz gut gefällt an Finance im Bewegtbildformat. So machen wir es. Wenn es euch gefällt, gebt uns einen Daumen hoch, schreibt gerne in die Kommentare und abonniert den Kanal. Diesmal kein Disclaimer, weil es ja keine Empfehlung gab. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.